1939, wohnhaft Liebknechtstraße. Edith, geboren 1938, wohnhaft Liebknechtstraße. Ich bin in einer Medizinerfamilie groß geworden. Ich hasse Medizin. Marion, geboren 1938, wohnhaft Liebknechtstraße. Ich mag es, Musik zu spielen, und mein Vater mag mich nicht, wenn ich Musik spiele. Giselotte, geboren 1938, wohnhaft Liebknechtstraße. Beide Eltern sind sehr streng, wohnte ich sehr leider. Ja, wir sind hier im Gymnasium Antonianum Vechta. 19 Schülerinnen und Schüler haben im Rahmen ihres Seminarfachs ein Buch geschrieben. Es heißt, geboren 1938, wohnhaft Liebknechtstraße. Und heute ist die Buchpremiere. Den ganzen Tag nur in der Kneipe meiner Eltern arbeiten und nichts Neues erleben. In der FDJ würde ich sicherlich neue Freunde finden und auch mal was anderes unternehmen, als in der Kneipe zu arbeiten, wo ich mich abends eh von älteren Männern häufig genug unangenehm beobachtet fühle. War das Anliegen von Partei und Staat, um Jugendliche das sozialistische Bewusstsein zu vermitteln? Dazu gehört dann auch die Teilnahme an der Jugendweihe. Und wenig später kommt die Zuweisung einer beruflichen Laufbahn. Wer sich nicht rechtzeitig eingliedert und Klassenbewusstsein zeigt, hat keine Chance auf Studium oder ähnliche Wege. Das gilt auch, wer Teil der alten Oberschicht ist. Wer Teil des wirklichen Proletariats ist, hat bessere Chancen, auch wenn er nicht immer entsprechendes Talent mitbringt. Was war das denn? Wieso? Wie haben die das mitbekommen? Da war doch so viel los auf der Demonstration. Unmöglich. Es geht doch nicht, dass sie das mitbekommen haben. Was soll ich machen? Ich kann Björn nicht beschuldigen. Nein, das geht nicht. Aber ich kann auch nicht auf mein geplantes Russisch-Studium verzichten. Was würde denn aus meinen Schwestern werden? Wie werde ich für die Teilnahme an der Demonstration bestraft werden? Gefängnis? Oh Gott, nein, das geht nicht. Was wird denn aus meinen Schwestern werden, wenn ich ins Gefängnis gehe? Ich kann sie niemals alleine lassen, absolut nicht. Und das, was ich jetzt bei euch erlebt habe, kann ich nur sagen, ihr habt nicht nur Geschichte in Daten und Fakten dargestellt, sondern das, was ich gespürt habe als jemand, der in diesem Land gelebt hat, ihr habt ganz feinfühlig diese Situation erfasst und seid ihr nachgegangen, die Menschen in diesem System erlebt haben.